Ja, ich will ja nicht viel reden und so weiter. Er ist bestimmt auch der beliebteste Präsident der Vereinigten Staaten ever. Oh, der war süß. Da war noch der Zucker am Boden. Und das ist aber bei Trump schon lange nicht mehr, mit seiner Melania. Sie fliegt nicht mit zum Weltwirtschaftsforum, so heißt es, in Davos, seitdem sie gehört hat, dass er eine Affäre mit einem mit einer Darstellerin hat. Ja, Darstellerin, wie heißt sie denn jetzt? Storm, irgendeine Darstellerin, so. Ich hab den Namen jetzt vergessen, tut mir leid, davon gibt es ja viele. Und ja, sie haben auch nichts, er hat nichts getwittert über seinen Hochzeitstag. Ich meine, das sagt ja schon alles aus, oder? Dass es eine gespielte Ehe ist, und dann noch dieser Shutdown in den USA, dass die, wo er nur wettert gegen die Demokraten und so weiter. Nein, also die Rolle bei Kevin allein und New York war top. Das müssen wir alle zugeben. Aber ich weiß jetzt nicht so recht, ob das so mit der Präsidentschaft so weitergeht.